So, hier wird eine Scheibe eingeklebt. Wir nehmen so einen Rahmen und jetzt ist hier so Silikondichtmasse und die trage ich jetzt auf. Das geht jetzt hier relativ zügig. Relativ dünne Naht, die ist ungefähr so nur 2 bis 3 mm dick und wird hier so am Stück gezogen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man es eigentlich raus. Hier oben ist es entscheidend, nicht zu dick zu machen. Dann geht man hier einmal am Rahmen rum, nicht zu dicht an der Kante, sondern ungefähr so 2-3 mm zurück. So wie ich das jetzt hier im Prinzip mache. Hier unten auch nicht zu dick. Kann man ganz hinten an der Kante lang machen. So, jetzt hat man die Naht gesetzt. Jetzt legt die sich so ein bisschen, die fließt so ein bisschen auseinander. Jetzt nehme ich eine Scheibe. Die blaue Seite, das ist die Seite, die glänzend ist. Die muss nach innen zeigen. Hier ist so eine weiße Schutzfolie. Das ist die Seite, die ist dann rau. Die kommt nach außen, also auf diese Klebeseite dann in den Klebefilm. So, die blaue Seite, die glänzend, die nach innen zeigt, die lupfe ich hier so ein bisschen an, indem ich die Folie schon mal so an einer Ecke so ein bisschen abziehe und dann wieder drüber mache. Sonst kriege ich die nachher relativ schlecht ab, wenn das hier im Gehäuse nachher ist. Ziehe ich die weiße Folie ab, die durchsichtige. Man sieht auch, dass die matt ist. Und die kommt jetzt nach außen. Da sitze ich als erstes hier unten an. So, und dann lasse ich die Scheibe einfach nur reinfallen. Dann wird mit dem Finger angedrückt, sodass der Film sich komplett ausbreitet. Der quillt dann so ein bisschen vorne raus. Das sieht man jetzt gleich. Ich halte hier mal mit dem Finger hinten, drücke ich gegen. Jetzt nehme ich hier so einen sauberen Lappen, fusselfreien Lappen. Jetzt sieht man hier, dass hier so eine Nähte, also so ein bisschen das Silikon rausgekommen ist. Das ist nicht weiter schlimm. Nimmt man so einen Lappen und wischt diese Nähte einfach nur nach an den Kanten. Selbst wenn dann noch leichte Reste auf der Oberfläche bleiben, ist auch nicht schlimm. Man kriegt das nachher mit Alkohol super wieder weg. Also wichtig ist nur, dass es bis in die Kanten rein sauber ist. Hier weggewischt wird. Was hier so oberflächlich drauf ist oder ganz hauchdünn drauf ist, ist nachher nicht schlimm. Das kriegt man mit Alkohol weg. Das löst sich dann wieder. Aber man kriegt das hier recht sauber hin, bis auf die Ecken so. Da muss man vielleicht dann nachher so mit alkoholgetränkten Q-Pad nehmen und das dann sauber machen. So, so wird das dann aussehen. Von innen sieht das so aus, dass der Klebefilm komplett eingelaufen ist. Da gibt es keine Blasen oder sowas. Wenn da Blasen wären, wäre das nicht so gut. Man sieht, dass das hier komplett ausgefüllt ist. Und die Ecke hier oben ist dann nachher zum Abziehen, da ist so ein bisschen angehoben. Jo, das war's.